Jenfelder Gespräche, Podcast Unplugged. Und ich freue mich ganz besonders, dass Gabriel Hesler hier mit mir verbunden ist. Gabriel Hesler ist vielen Hamburgern und Norddeutschen bekannt, aber eigentlich auch weit darüber hinaus, vor allem auch in der Schweiz. Aber in Hamburg ist er deshalb bekannt, weil er Ende 2019 hier live on stage stattgefunden hat. Eine Veranstaltungsreihe mit christlichen Musicals, die wirklich durchgeschlagen hat. Also wo es einfach toll war, wie viele Leute da hingegangen sind. Der Eintritt war frei, wo Leute von ganz weit weg, also weiten Umkreis von Hamburg gekommen sind und berührt worden sind mit der Botschaft, mit der christlichen Botschaft und in vielen Gemeinden immer noch Leute sind, die wegen einmal live on stage Besuchen dabei geblieben sind und Christen geworden sind und eine Lebensveränderung erlebt haben. Jetzt also Mr. Live on Stage hier bei uns im Podcast. Hamburg ist total gesegnet worden, lieber Gabriel, durch Live on Stage. Und viele Leute können wirklich sehr berührende Geschichten erzählen von dem, was das mit ihnen gemacht hat. Wie war das aus deiner Sicht mit Hamburg damals? Wie seid ihr auf die Idee gekommen, dieses Musical nach Hamburg zu tragen? Und was habt ihr dann hier erlebt? Ja, das ist natürlich eine große Geschichte. Könnte man viel darüber erzählen. Wir haben ja angefangen eben in der Schweiz mit Live on Stage. Und man muss vielleicht auch dazu sagen, das ist ja nicht nur ein Musical, ist ein bisschen ein spezielles Format, das nicht so alltäglich ist. Und zwar bringen wir zwar ein Musical auf die Bühne zu einer wahren Lebensgeschichte von einer Person, die selbst eine Begegnung mit Gott hat, eine lebensverändernde Begegnung mit Gott, die Gott kennengelernt hat. Und diese Geschichte bringen wir auf die Bühne, aber dann lassen wir es nicht bei dieser Geschichte, sondern im Anschluss gibt es immer noch eine Predigt, wenn man so dieses Wort noch sagen darf heute. Eine Message, sagen wir dem auf dem Flyer, wo ich dann in einer vielleicht, ja, in einer vielleicht 20-minütigen Ansprache einfach noch erzähle, was die Bibel zu diesem Thema zu sagen hat. Und von daher ein ganz spezielles Format, als wir in der Schweiz damit angefangen haben. Da war es wirklich so, dass uns die Bude eingerannt wurde. Also ich kann mich erinnern, zum Beispiel in St. Gallen im ersten Jahr, als wir das machten, da waren eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn, waren schon Hunderte vor der Türe und haben gewartet. Und dann mussten wir auch Hunderte wieder nach Hause schicken. Wir haben ja, wie du gesagt hast, wir haben kein Ticketsystem, sondern einfach First Come, First Serve. Da war es wirklich so, ich war dann richtig dankbar, dass die uns nicht noch das Dach abgedeckt haben, wie in der Geschichte mit Jesus, ne? Ja, und in der Schweiz ist das wirklich sehr gut angelaufen. Und wir haben dann ziemlich bald einmal gespürt, dass, ja, dass Gott uns auch nach Deutschland zieht und dass das, ja, dass das etwas ist, was wir auch unseren deutschen Geschwistern, Glaubensgeschwistern, bringen wollen. Und meine Frau, ich kann mich erinnern, ich habe relativ lange wirklich darüber gebetet, ja, wohin denn in Deutschland? Weil da war ja niemand in Deutschland, der gesagt hat, hey, kommt mal zu uns. Die Schweiz, sage ich manchmal, die existiert ja so in dem deutschen Bewusstsein eigentlich gar nicht richtig, ne? Also, das ist so der kleine Nachbar ganz unten. In Deutschland ist für die Schweiz umgekehrt sehr, sehr präsent. Also auch immer ist Deutschland ist eigentlich immer ein Thema, was ja die Schweiz nicht für die Deutschen ist. So, und deshalb habe ich dann einfach, ich habe so eine deutsche Fahrradklingel gekauft und habe mir die aufs Fahrrad gemacht, so eine Deutschlandflagge. Und immer wenn ich ins Büro gefahren bin, habe ich immer meine Hand da drauf gelegt und habe gebetet, Gott, zeig mir, wohin wir gehen sollen. Und dann, ich weiß auch nicht, eines Tages saß ich irgendwie vor Google Maps und dann habe ich auf Hamburg reingezoomt und das war so einer dieser göttlichen Moment. Es gibt manchmal so göttliche Momente im Leben, wo du einfach spürst, das ist jetzt ein Rufen Gottes. Und ich wusste, hey, dahin sollen wir gehen. Und dann haben wir wirklich, meine Frau und ich, sind dann einfach nach Hamburg gegangen eine Woche und haben verschiedene Leute besucht. Wir haben auf dem Internet geschaut, wo sind so die Pfarrer, die da was zu sagen haben in der Stadt. Und da haben wir ja unter anderem auch dich besucht in dieser Woche. Stimmt, Es war ja. 2016. Und haben einfach dieses Projekt vorgestellt und waren dann echt erstaunt, dass das schon, also da ist uns sofort von euch sehr eine große Offenheit, eine große Wärme
entgegengekommen. Und wir haben dann zum Beispiel mit dem Leiter der Evangelischen Allianz, mit dem Matthias Wulff, haben wir dann gleich eingeladen in die Schweiz, auch 2016. Und er hat sich das dann angesehen in der Schweiz und hat dann so das Urteil darüber gefällt, ja doch, das wäre was für Hamburg. Und so hat das eigentlich alles begonnen. Ja. Genau, wir waren eigentlich da schon länger auf der Suche nach einem Format von Evangelisation, das zu Hamburg passt. Und wir haben natürlich im Laufe der Jahrzehnte ist in Hamburg auch alles Mögliche ausprobiert worden, mit mehr oder weniger Erfolg. Aber wir waren im Grunde jetzt so, die Frage war, was ist die Form der Stunde? Und als ihr dann gekommen seid und Hamburg, die Musical-Hauptstadt, wie wir uns ja gerne nennen, das erschien in dem Moment alles tatsächlich wow, wie wirklich, das war dann auch von unserer Seite so, dass wir gesagt haben, das ist, da spricht sehr vieles dafür, dass Gott dahinter ist und dass das so eine von Gott geführte Begegnung war und dass ihr wirklich von ihm geschickt worden wart, um uns zu helfen und hier bei uns, mit uns zusammen diesen Dienst zu tun, Menschen für Jesus zu finden und zu gewinnen. Jawohl, genau. Und dann ging es los, ne? Ja, genau, dann ging es los. Ne? 2019 waren wir dann, wie gesagt, eigentlich das ganze Jahr. Ich war jetzt, durch diese Life on Stage-Kampagne war ich sicher 17 Mal oder so in Hamburg schon. Und wir haben dann sehr viel auch mit den Gemeinden, mit den Kirchen vor Ort zusammengearbeitet, um uns gemeinsam vorzubereiten auf die Veranstaltung. Und dann im Herbst 2019 hatten wir dann diese 7 Veranstaltungstage waren das Jahr. Und wir haben da 3 verschiedene Musicals, 3 verschiedene Lebensgeschichten auf die Bühne gebracht. Und das war echt, muss ich wirklich sagen, fantastisch. Also es war jetzt nicht die größte Veranstaltung, die wir schon hatten. Also wir haben natürlich auch, da war immer ein bisschen eine Wehmut dabei. Es wäre so viel mehr möglich gewesen in Hamburg. Das ist ja so eine Riesenstadt. Wir haben ja in der Schweiz keine solche großen Städte. Und wir haben, ich glaube, am Spitzenabend hatten wir irgendwo um die 1200 Gäste. In der Messehalle waren wir A2. Was mich aber in Hamburg echt begeistert hat, ist, da waren so viele Menschen, auch vom Rande der Gesellschaft, die an unsere Veranstaltung gekommen waren. Leute, die vielleicht nicht mal auf dem Radar von irgendjemandem drauf waren, die nicht eingeladen wurden, die das irgendwie selbst so mitgekriegt haben und gekommen sind. Und mich hat das echt berührt. Das war so eine spezielle Atmosphäre in dieser Woche. Und ja, muss schon sagen, wir haben uns wirklich auch in diese Stadt verliebt, Hamburg. Also das, ich habe das häufig den Leuten gesagt, und die dachten wahrscheinlich immer, ich streiche ihnen irgendwie Honig um den Mund. Aber für uns war wirklich so, auch für meine Frau und für mich war, das war Liebe auf den ersten Blick, dieses Hamburg. Ja. Wir haben ja parallel auch noch in anderen Städten evangelisiert, zum Beispiel in Dresden war auch 2019 eine Evangelisation oder eine Großveranstaltung live on stage, auch in der Messe in Dresden. Und auch das war eigentlich eine ganz spezielle Erfahrung. Auch die Dresden haben uns so offen empfangen. Aber irgendwie Hamburg, da ist trotzdem das noch so, da ist irgendwie was hängen geblieben. Ja. Was das noch für deine weitere Lebensführung bedeutet, da kommen wir ja auch noch zu, mit Hamburg und dir. Also, ja, das war die Wucht in Tüten. Und ich habe überall auch von Leuten aus meiner Gemeinde und darüber hinaus gehört, die einfach sehr berührt worden sind. Und es ist ja auch von Tag zu Tag kamen ja mehr Leute. Es sprach sich dann ja rum, das ist eine ganz großartige Sache, komm doch mit. Und vielen, vielen Dank dafür, dass ihr das damals so angestoßen habt. Und nun, wenn man das jetzt hört und sagt, Mensch, da habe ich ja echt was verpasst. Es gibt ja eine weitere Möglichkeit. Wann kommt ihr wieder nach Hamburg? Ja, also wir haben uns dann nach Live on Stage Hamburg, nachdem das 2019 im Herbst, kurz vor Corona, uns alle eingeholt hat, haben wir uns wieder getroffen mit all den Pfarrern und Pastoren, die da involviert waren. Ich glaube, das war irgendwie im Februar 2020, waren wir nochmals in Hamburg, haben da ausgetauscht, wirklich Tage bevor dieser ganze Lockdown über uns hereingebrochen ist. Und dann war eigentlich die Stimmung sehr einstimmig klar, wir wollen Live on Stage wieder in Hamburg durchführen. Und wir haben uns dann mal so als Ziel gesetzt, das im Ende 2023 wieder zu machen. Wir hatten jetzt gerade heute, es ist witzig, dass du das ansprichst, heute hatten wir eine Sitzung hier im Büro, wo wir so ein bisschen über die Locations in Zukunft gesprochen haben. Und da war Hamburg auch ein Thema. Also ich weiß, das ist auch bei unseren Planern
auf der Liste drauf ist, dass sie da versuchen, eine gute Halle zu finden für Herbst 2023. Ja. Und da freuen wir uns. Und du hast vorhin gesagt, Mensch, 1200 ist eine tolle Zahl, aber es wäre so viel mehr möglich gewesen. Ein bisschen wehmütig. Ja. Ich bin sicher, da werden viele dran mithelfen, dass diesmal diese Möglichkeiten noch viel mehr genutzt werden können. Und ich freue mich total darauf, wieder live on stage in Hamburg und dann noch mehr Menschen mit richtig guter Kunst und mit dem Evangelium erreichen. Ja. Wow, danke, dass ihr wiederkommt. Ja, danke, dass ihr uns wieder einladet. Ne? Ja. Jetzt ist es ja so, du machst im Moment gerade solche Predigt-Kurzvideos, habe ich gesehen und kann mir vorstellen, dass es vielleicht auch eine Reaktion ist auf Corona, einfach weil das ein Medium ist, das zurzeit auch geht und eben auch schon seit Anfang des Lockdowns. Ich habe mir ein bisschen was angeguckt, spannend und cool. Was hat dich bewogen? Was willst du, was tust du in diesen Videos und auf welchen Plattformen kann man davon gut haben und sich das angucken? Ja, also was hat mich dazu bewogen? Also ich denke mal so, was ich speziell finde, ist, Jesus, der war ja immer mit den Menschen zusammen. Ne? Also das, wenn ich so in der Bibel lese, das fasziniert mich so. Jesus, der hatte nicht irgendwie das Ziel, jetzt gehe ich nach Jerusalem und dort predige ich, sondern für ihn war eigentlich der Weg das Ziel. Also der ist unterwegs, war der mit den Menschen zusammen. Die konnten ihm über die Schulter schauen. Das heißt, immer große Menschenmenge folgten ihm. Und ja, ich denke, Jesus, der war ständig mit den Menschen dran. Und heute kann man das ja, es gibt ja auch heute viele Leute, die sehr inspirierend sind, auch die was zu sagen haben, theologisch, die was über die Bibel wissen, was ich vielleicht nicht weiß. Oder die auch irgendwie wirklich ein Leben führen, wo ich mich inspirieren lassen kann. Aber diesen Leuten kann ich ja nicht die ganze Zeit nachfolgen. Also da ist ja, das wäre ja Stalking, ne? Da würde ich irgendwie verklagt werden, ne? Wenn ich ständig bei denen rumschleichen würde. Aber es gibt eben trotzdem eine Möglichkeit und das sind die sozialen Medien. Das ist uns einfach in der letzten Zeit auch immer wieder neu bewusst geworden. Es gibt ja heute auch die Möglichkeit, jemandem eigentlich auf Schritt und Tritt zu folgen. Und das sind diese Influencer, die eigentlich ihr ganzes Leben teilen, ne? Überall und so sind. Es gibt gute und weniger gute Influencer. Aber ich denke, es gibt noch viel zu wenig christliche Influencer, auch Pastoren, ne, die irgendwie den Leuten ihr Alltag mitteilen oder vielleicht auch eben theologische Inhalte weitergeben, biblische Inhalte weitergeben. Weil, weißt du, die Leute, die sind den ganzen Tag auf dem Handy. Ne, also die fahren mit dem Zug und dann schauen die da die Stories von diesen Influencer an, dann sitzen die auf dem Klo und schauen da die Stories an. Und wir haben, meine Frau und ich haben einfach gesagt, wir möchten das Evangelium auch so zu den Menschen bringen. Also wenn ich im Zug sitze, dann sehe ich die Leute immer in diesen Kasten reinschauen und mir ist einfach bewusst, ich möchte das Evangelium in diesen Kasten reinbringen. Ich möchte den Menschen die freimachende Botschaft des Evangeliums da reinbringen. Hoffnung, Liebe, Frieden, den sie haben können, inneren Frieden, Vergebung ihrer Schuld. Und deshalb machen wir solche Videos, meine Frau auch, ich auch. Und ja, wir haben das schon vor Corona gemacht. Ich habe da eigentlich so wie zwei Kanäle. Das eine ist dieses, nennt sich Antworten aus der Bibel. Die machen wir wirklich professionell. Und die laufen auch auf Bibel-TV und auf diversen anderen Kanälen. Podcasts kann man von denen runterladen. Wo ich einfach versuche, wirklich Menschen, die nicht so viel mit der Bibel am Hut haben, diese Bibel zu erklären und zu erklären, wie sie Zugang dazu finden und was es gemeint ist, was da drin steht. Und auf der anderen Seite versuche ich auch, immer wenn ich inspiriert bin, ich mache das nur, wenn ich inspiriert bin, irgendwelche Sachen, die ich selbst in der Bibel lese, ganz einfach mit dem Handy einfach schnell aufnehmen und raushauen, jeden Tag so, nicht professionell, aber einfach so auf den sozialen Medien, sodass die Leute, wenn sie auf dem Klo sitzen, noch eine Minute lang Input hören können aus der Bibel. Ja, genau, und nicht irgendwie einfach die neuesten Klamotten oder irgendwie sowas sehen. Ne? Und, wenn man dich stalken will, das in Anspruch nehmen, wo findet man dich? Unter welchem Namen oder auf welchem Netzwerk? Also
ich im Moment bin ich auf YouTube, bin ich tätig, dann auf TikTok auch. So ein cooler Kanal, muss ich wirklich sagen, das wissen die wenigsten so in meinem Alter oder drüber. Das ist echt so eine coole Möglichkeit, auf TikTok die Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Genau. Das ist so ein, da kannst du einfach maximal eine Minute ein Video reingeben und so lernt man sich kurz zu halten. Und auf Instagram bin ich auch noch, auf Facebook, wie gesagt, auf Bibel-TV kann man das schauen oder auf Podcasts. Und man muss einfach Gabriel Hessler eingeben und dann sieht man dann irgendwann mein Gesicht. Okay. Wenn man dir so zuhört, dann spürt man irgendwie, finde ich, das durchdringt eigentlich auch deine Präsenz auf all diesen Kanälen. Da ist der ganz starke Wunsch, Menschen mit Jesus in Berührung zu bringen. Und das hängt, das merkt man auch zusammen damit, dass du Jesus so erlebt hast, dass dich das einfach antreibt, dass dich das motiviert, dass dich das nach vorne bringt und zu den Leuten bringt. Da ist ganz viel Power drin, so in der Art, wie du davon sprichst und wie du das verbreitest. Magst du mal persönlich sagen, wie das bei dir angefangen hat mit Jesus und wie du gemerkt hast, hey, das ist genau mein Ding, diese Kraft, die ich da bekomme, die so weiterzugeben und eine Berührung von Leuten herbeizuführen. Ja, auch da können wir natürlich jetzt stundenlang darüber reden. Ist klar, immer wenn es um Lebensgeschichten geht, aber vielleicht ganz, ganz kurz zusammengefasst. Ich war schon immer sehr ein freiheitsliebender Mensch und deshalb war ich nicht so ein angenehmer Teenager. Ich war sehr rebellisch unterwegs. Ich habe mit meinem Vater, wir waren wie Magnete, die sich abgestoßen haben gegenseitig. Und ich habe dann sehr früh eigentlich angefangen, Drogen zu konsumieren. Und ja, ich habe meine ganze Jugend war eigentlich ein Rausch. Also von einer Party zur nächsten. Ich habe alle Drogen durchexerziert, die es gibt. Und ich will das auch gar nicht irgendwie so jetzt ganz schlimm hinstellen. Das war auch eine coole Zeit. Viel, viel Freude, viel Spaß. Aber gleichzeitig, wenn man das so ein bisschen aus der Distanz ansieht, dann merkt man, in dieser ganzen Zeit hat mein Leben angefangen, wie eine Abwärtsspirale zu drehen. Meine Umstände haben sich verschlechtert durch all die Drogen. Ich bin aus meiner Ausbildung rausgeflogen. Ich habe mich verstritten mit meinen Eltern. Ich habe Schulden angehäuft, etc., etc. Und irgendwann dann so mit 18 stand ich wirklich eigentlich vor den Trümmern meines Lebens, kann man sagen. Also da war wirklich so wie die Wand, wo ich reingefahren bin. Und dann in dieser Zeit hat mich meine Schwester, und das ist jetzt wirklich interessant, die hat mich eingeladen an ein christliches Musical. Ich hatte damals mit Glauben überhaupt nicht so viel am Hut, sie schon. Und sie hat mich da eingeladen und ich bin mitgegangen, aber nicht, weil es ein christliches Musical war, da wäre ich eher irgendwie an ein Metal-Konzert gegangen oder so, sondern einfach, weil mich meine Schwester eingeladen hat. Klar, Und das war ein Musical, ganz speziell, das war eine wahre Lebensgeschichte von einem jungen Mann, der ungefähr mit 20 Jahren hatte der einen Verkehrsunfall und ist gestorben. Das war auch ein Mann, der hat an Jesus geglaubt und der hatte Jesus in sich. Der hat auch, so wie du das jetzt beschrieben hast, der hat Jesus geliebt. Und trotzdem, und dann seine Verwandten, seine Freunde haben ein Musical auf die Bühne gebracht. Das hieß Mats Warum, also Matthias Warum. Warum muss diese Frage, die wir uns immer stellen, wenn so schlimme Dinge passieren. Gott, warum muss jetzt diese Person sterben? Und das steht ja auch manchmal in Todesanzeigen, ne? Wenn junge Leute sterben, dann steht da ja auch oft fett drüber, warum? Fragezeichen. Und es ist genau diese Frage, wenn das Leben eben nicht so läuft, wie man es sich eigentlich vorgestellt hätte, sondern ganz anders und manchmal auch richtig schlimme Dinge passieren. Also genau auf den Punkt diese Frage. Ja, und das Musical, das, wie gesagt, das hat das thematisiert und am Schluss kamen noch die Eltern dieses Mats, die richtigen Eltern, kamen auf die Bühne und haben einfach noch erzählt, wie sie Trost erlebt haben in dieser Zeit drin und dass sie jetzt wissen, dass er an einem besseren Ort ist, weil er Jesus in seinem Herzen hatte. Und das hat mich einfach umgehauen, ne? An diesem Abend, das kann man nicht erklären, was da passiert ist, aber von dem Moment an wusste ich eigentlich, da steht ein Gott mit ausgestreckten Armen. Und dem muss ich nichts beweisen. Da muss ich nicht irgendwie zuerst ein guter Christ sein. Der,
der freut sich, wenn ich zu ihm komme. Und naja, und dann hat mein Weg eigentlich dann mit Gott so angefangen. Ich habe wirklich Jesus kennengelernt als ein Freund, der mir all meine Schulden wegnimmt, der mich mit meinem himmlischen Vater versöhnt. Und ich muss schon sagen, ich bin vielleicht da schon ein bisschen ein Extremer, wenn du so willst. Für mich ist wirklich Jesus mein Hauptthema. Auch das war schon immer so. Ich habe ihn, er hat mein ganzes Leben ausgefüllt. Ich liebe es, über ihn nachzudenken. Ich liebe es, in der Bibel zu lesen. Er macht so einen Unterschied in meinem Leben. Er hat auch mein Leben so zum Guten verändert. Also auch wenn ich heute zurückschaue, dann ist wirklich krass, das ging nicht von einem Tag auf den anderen. Aber wenn ich heute 20 Jahre später zurückschaue, muss ich sagen, hey, wie krass ist dieser Kontrast von vorher und nachher, wie der mein Leben gut gemacht hat. Naja, und deshalb auch heute, ich liebe ihn einfach, das ist eine Liebe, ich liebe ihn von ganzem Herzen. Und auch meine Frau, wir ticken da genau gleich und wir können gar nicht anders. Unser Herz ist voll und deshalb läuft das automatisch über und wir erzählen das allen Leuten um uns herum. Super, das spürt man euch auch ja total ab, auch in dieser Situation. Und ich finde das auch so grandios. Du hast da was erlebt und das hat dich umgehauen und das hat dich verändert, das hat dich glücklich gemacht. Und weil du das erlebt hast als das Beste, was dir je passiert ist, hast du diesen brennenden Wunsch, genau dieses Erlebnis auch an andere Leute weiterzugeben. Und Gründe auch auf einem sehr ähnlichen Weg, nämlich auch mit einem Musical und so. Das ist so einleuchtend, was da in deinem Leben passiert ist und hat gar nichts damit zu tun mit jemand, der denkt, er ist klug, erzählt den Dummen, wo es lang geht, sondern du bist gerettet worden und das hat dich umgehauen und genau das gibst du weiter, weil du weißt, das ist das Beste, was einem passieren kann. Und was für eine Motivation für Leute, die auch von Jesus weitersagen. Da könnte ein Gabriel Hesler unter denen sein, denen ich was weitergebe und der könnte dann so wie du auch plötzlich einer sein, der es nicht nur für sich nimmt, sondern der alle möglichen Wege geht, um es auch weiterzutragen. Das ist eine tolle Perspektive auch für einen kleinen Pastor für mich. Womöglich ist einer meiner Jugendlichen oder jemand, der gerade in meinem Alpha-Kurs ist, jemand, der so lospowert und viel mehr womöglich erreicht als ich, aber alles für den gleichen Herrn und um Menschen zu retten. Toll, einfach toll. Nun sind wir als Hamburger besonders glücklich. Die meisten wissen das wahrscheinlich noch gar nicht, aber du wirst mit deiner Frau nach Hamburg ziehen. Ja. Halleluja. Und, Halleluja. Das ist da großartig und fast wärst du in Jenfeld gelandet. Jetzt wird St. Pauli auch nicht schlecht. Und magst du erzählen, was euch dazu bewogen hat? Und du hast ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet, es ist eine besondere Liebe zwischen dir und Hamburg. Was hat euch bewogen, hierher zu kommen und was habt ihr damit vor? Wahrscheinlich führt ihr doch einen Plan im Schilde, mit dem ihr was eine Sensation auslösen wollt. Ja, nee, also Sensation wäre das sicher das falsche Wort. Nee, aber es ist ja auch nicht nur meine Frau und ich, sondern wir haben ja noch drei Kinder. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist. Also unser jüngster Sohn, der ist jetzt 8, der wird 9 dieses Jahr. 8 und dann haben wir noch 2 Töchter, 10 und 11 Jahre alt. Und genau, und eigentlich muss man sagen, wir, Großstadt ist uns gar nicht so fremd. Meine Frau und ich, wir haben lange auch in einer Großstadt für Schweizer Verhältnisse eine Großstadt in Basel haben wir gelebt, mitten in der Stadt drin. Wir lieben es, wir sind eigentlich Stadtmenschen. Und dann hatten wir, als wir Kinder gekriegt haben, gab es so, irgendwann wurde es ein bisschen eng und wir sind immer mehr rumgereist und hatten kleine Kinder. Und dann haben meine Schwiegereltern, die Eltern der Madeleine, haben uns angeboten, dass wir ihr Haus kaufen können und sie gleich nebenan ein Haus bauen und uns dann auch helfen, mit den Kindern, ne? So eine Mehrgenerationensiedlung. Und das war für uns wirklich ein Volltreffer. Und so haben wir jetzt relativ lange, also einige Jahre, haben wir wirklich in einem Kaff sozusagen gelebt, mit ganz wenigen Häusern, wunderschön in der Natur. Und es war wirklich ein Nest, sagen wir immer. Und auch für unsere Kinder war das echt wertvoll. Und meine Frau und ich, wir haben uns immer so gesagt, hey, irgendwann dann, wenn unsere Kinder dann raus sind, dann gehen wir wieder in die Großstadt und dann wahrscheinlich Hamburg und so. Das war so ein Satz, den wir ein paar Mal gesagt haben. Und dann so kam ja diese Corona-Zeit
Und das ging ja vielen so. Während dieser Corona-Zeit hatte man plötzlich, das hat einen gezwungen, runterzufahren. Und ich habe sehr viel dieser Zeit auch einfach genutzt, um Zeit mit Gott zu verbringen, ganz persönlich. Gott ist ja nicht einfach nur irgendwie so ein fernes Wesen, sondern mit ihm können wir ja sprechen. Und ich habe in dieser Zeit einfach auch viel mehr meine Ohren geöffnet für sein Reden. Ich war viel sensibler. Und in dieser Zeit drin war es dann wirklich so, dass wir plötzlich spürten, wie Gott zu uns sagt, hey, ihr müsst nicht warten, bis die Kinder raus sind, sondern ich möchte euch jetzt bereits schicken. Und das hat dann so einen Prozess bei uns ausgelöst, auch den wir mit den Kindern zusammen wirklich eine längere Zeit besprochen und bebetet haben. Und dann irgendwann fiel die Entscheidung, doch, es ist richtig. Und von daher, das ist jetzt für uns nicht einfach so eine Entscheidung von mir oder von meiner Frau und mir, sondern es ist wirklich ein Familienprojekt. Ja, wir ziehen nach Hamburg im Sommer. Wir haben bereits eine Wohnung und freuen uns wirklich alle sehr. Genau. Nun war Sensation dich ja ganz das richtige Wort, sagtest du. Aber ja, genau. Was wollt ihr hier in Hamburg machen? Worum geht es? Also das sind eigentlich, man könnte sagen, so wie zwei Sachen, die uns antreiben. Das eine ist, wir machen ja bereits jetzt live on stage in der Schweiz sehr erfolgreich, wenn man eben so sagen will. Also das funktioniert. Und auch bereits parallel in Deutschland. Auch dieses Jahr sind wir in Augsburg, haben wir eine Tournee. Und nächstes Jahr dann in Nürnberg und in verschiedenen anderen Städten. Und eben 23 dann wieder in Dresden und Hamburg. Und wir merken einfach, wir brauchen eine starke Basis für Live on Stage in Deutschland selbst. Und so meine Frau und ich, wir gehen nach Hamburg eigentlich, um eine Basis für Live on Stage, für unsere Arbeit, Netzwerk Schweiz, aufzubauen und so ein Büro einzurichten, genau. Mhm. Und das ist das eine, aber das andere, das uns wahrscheinlich fast noch stärker auf dem Herzen brennt, ist, wir wollen, eben jetzt haben wir lange auf dem Land gewohnt und wir merken einfach, es zieht uns wieder zu den Menschen. Wir wollen vor Ort mit Menschen zu tun haben, wollen vor Ort den Menschen unseren Glauben weitergeben, vor Ort Menschen begleiten auch in ihrer Jesus-Nachfolge. Und genau aus diesem Grund kommen wir auch nach Hamburg, auch um vor Ort wieder mit Menschen zu arbeiten. Und nicht nur irgendwie, eben im Moment sind wir sehr viel unterwegs, kommen in eine Stadt rein und gehen dann irgendwann wieder, aber so etwas, wo wir immer sind, das fehlt uns ein bisschen momentan. Also einmal strategisch einfach, um live on stage auch in Deutschland vertreten zu können und näher dran zu sein. Und das verstehe ich gut. Hier ist natürlich das quirlige Leben mit all seinen Abgründen. Und also großartig, dass ihr uns Christen hier in Hamburg verstärkt und uns sicherlich segnen werdet. Das ist klasse. Also viel Grund, sich zu freuen. Einmal auf euch Neu-Hamburger. Herzlich willkommen in Hamburg. Danke. Hamburg freut sich auf euch. Und auf Live on Stage in 2023, da kommt was auf uns zu und da kann man sich drauf freuen. Ganz herzlichen Dank, Gabriel. Sehr gerne. Tschüss. Und liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, Sie haben gehört, wo Sie noch viel mehr von Gabriel finden können, ihn geradezu stalken. Das lohnt sich. Und wenn Sie in Hamburg leben, dann besteht bald eine gute Chance, ihn und seine Familie hier auch persönlich zu treffen und dann auch bei Live on Stage irgendwie beteiligt zu sein, mitzuarbeiten, mitzubeten und auf jeden Fall live on stage zu gucken und das nicht an sich vorbeigehen zu lassen. Wir freuen uns darüber. Okay, dann herzliche Grüße an deine Family und schön, dass ihr nach Hamburg kommt und danke für das Interview. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, Gottes Segen und tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Gabriel. Tschüss.